Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play bzw. Replay von World of Warships und heute mal wieder mit dem deutschen Stahl und zwar der Tirpitz. Und ich bin schon sehr gespannt, was hier der Mr. Titan so zeigen wird. Von den Stats her schaut es ganz ordentlich aus. Also von dem her gucken wir doch mal, was er so reißen kann. Wir spulen jetzt ein wenig vor, weil wir wissen ja, die ersten Minuten ist leider das Langweiligste bei World of Warships. Danach wird es aber immer toll. So wie jetzt, geht schon direkt los. Und wir schauen mal, was er so auf die Fuso anrichten kann. Aber das ist natürlich schon eine sehr weite Distanz. Trifft zwar einmal, aber macht keinen Schaden dabei, also prallt ab. Er schießt hier AHE, finde ich wiederum sehr spannend. Also ganz klare kleine Korrektur würde ich da anstellen. Und zwar schießt AP, schießt immer AP, bis auf sowas wie Mutsuki hier. Da kann man ruhig mal HE schießen, aber ansonsten, man sieht es jetzt hier wieder, 4 Zieltreffer und kein Schaden, so wie ich das sehe. Also von dem her, Tirpitz sollte man definitiv AP spielen. Aber die Stats sehen ja nach wie vor nicht schlecht aus. Also von dem her bin ich gespannt, wie ihre die Runde... Und selbst wenn er sie mit HI durchzieht, wie das dann so läuft. Weil auch sowas muss man sich dann immer mal anschauen. Hier die Cleveland. Sieht man 2 Treffer, 5000 Schaden. Auch da würde ich behaupten, AP-Schaden hätte locker vielleicht eine Zitadelle mitgenommen. Kann auch natürlich sein, dass Mr. Titan hier einfach noch nicht so im Spiel drin ist und deswegen die Mechanik APHE noch nicht so gut kennt. Aber für die ist ja auch immer wichtig, das dann vielleicht mal gesagt zu bekommen, ein Video kommentiert zu sehen und dann vielleicht zu wissen, okay, beim nächsten Mal kann ich das so und so machen. Hier haben wir die Map. Da schaut er gerade so ein bisschen, wie ist die Verteilung. Na, und jetzt sind wir wieder im Spiel. Die Gegner entfernen sich hier gerade so ein bisschen. Ich würde sagen, wir spulen auch da nochmal ein wenig. Passiert jetzt gerade nichts. Dann die Torps, da guckt er. Und jetzt haben wir hier die Mikhail Kutuzov. Auf die wird wieder geballert. Wieder HE. Ganz klar auch wieder ein AP-Ziel eigentlich. 6000 Schaden mit 4 Treffern. Und man sieht schon, HE-Schaden, beziehungsweise, ah, schade, sieht man nicht. Die HE-Granaten machen einfach auch weniger Schaden als die AP-Granaten. Also von dem her, bitte nehmt ihr, wenn ihr das jetzt seht, immer AP. Macht mir einen Gefallen. Und jetzt die Fuso ganz schön weit weg, 23 Kilometer. 13 Sekunden lang sind die Granaten da in der Luft. Das ist einfach eine Hausnummer. Und der hat hier seine Spezialfertigkeit, deswegen hat er ja hier diese, in Anführungszeichen, Arti-Ansicht bzw. Scout-Ansicht aus der Luft, also diese zentrale Position von oben. Auf die Tirpitz, auf die Cleveland, da passiert gerade einiges. Und seine Granaten kommen zum großen Teil rüber. Trifft jetzt aber wieder 2 Treffer, 2000 Schaden. Also da würde einfach in der Theorie viel, 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 viel mehr mit AP gehen. Und er will jetzt hier, hätte zwar die Cleveland, die etwas näher ist, aber nein, er schießt auf die Fuso, weil er die für sich als schöneres Ziel wahrnimmt. Aber man hat es am Horizont ganz knapp gesehen, die sind ein bisschen dahinter gelandet.
So. Der Aufklärer kommt wieder zum Schiff zurück. Dementsprechend jetzt wieder die normale Ansicht, die gewohnte. 11 Kilometer. Eigentlich eine tolle Position für ein Schlachtschiff gegenüber einem Zerstörer, Kreuzer. Aber in dem Fall ein Hit. Wieder ein sehr überschaubarer Schaden, den er da leistet. Die Distanz normalerweise würde ich die Cleveland one-shotten. Aber nach wie vor, er bleibt bei seinem HE. Und wieder 4 Hits, 4600 Schaden. Das ist, die Distanz ist wie gemalt für ein Schlachtschiff, auf das nicht gefokust wird. Also da muss ich Mr. Titan ganz klar einen Tadel erteilen. Du musst mit den Schüssen da, oder beziehungsweise mit den Granatentypen noch ein bisschen üben. Nicht immer nur HE schießen. Aber auch ich muss mich da immer eingrooven. Weil gerade zum Beispiel mit den Deutschen schließlich habe ich immer viel HE geschossen, den deutschen Kreuzern. Und die könnte man eigentlich aufgrund des Schadens und der geringen HE-Wahrscheinlichkeit, kann man die auch locker AP-only spielen. Bis auf dann wieder auf Zerstörer, da kann man schon umändern. Aber ja, wie gesagt, man muss da halt auch einfach das immer für sich so ein bisschen entdecken. So, jetzt wieder da ein paar Hits. Aber alles noch nicht so schlimm. Da die North Carolina. Da wiederum kann man jetzt auch mal aufgrund des Winkels mal ruhig HE schießen, wenn man es geladen hat. Das finde ich da jetzt nicht so kritisch. Nur so seitliche Ziele, die betteln nach AP-Granaten. Die betteln einfach danach. Man könnte auch diese Folge vielleicht einfach ein How-to World of Warships nennen. So, hier bekommt er den Beschuss. Gegner da drüben hat er nicht mehr offen, aber er könnte jetzt eigentlich nach rechts aimen. Aber nee, er nimmt jetzt wieder die gegnerische Tirpitz. Bekommt er auch nochmal 8600er Hit. So, jetzt nimmt er doch nicht die Tirpitz, sondern orientiert sich da auf die North Carolina. Oh, guckt euch an, die North Carolina da, 9 Kilometer entfernt. Jetzt bin ich sehr gespannt, was er hier mit den beiden machen wird. Weil das werden gleich die Gegner sein, die richtig böse werden, weil die fahren voll auf ihn zu. Sieben Kilometer. Wir vergessen nicht, Tirpitz hat Torpedos bei 6 Kilometer und das Ding kommt jetzt in den 6 Kilometer Radius. Oh ja, und er nimmt schon die Torpedos, macht sie auch klein, das macht er in der Theorie gut. Jetzt muss er sie nur noch loswerden. Da sind schon die 4 im Wasser. Ja, die könnten in der Tat durchaus wehtun. Und er dreht jetzt hier so bei, dass er da auf die North Carolina nochmal draufkommt. Sekundären Geschütze kommen. Und jetzt haben wir eine Seeschlacht, meine Damen und Herren. Wir haben eine Seeschlacht. North Carolina treffen da 2 Torpedos. Die ist weg. Gegnerische Tirpitz da drüben jetzt nochmal. Auch nochmal bekommt er den Torpedofächer. Mal schauen, wie diese diesmal klappen. Und wie gesagt, jetzt wieder. Oh, er hatte AP geladen. Da die Torpedos. Da sind viele im Wasser. Da, Flugzeug abgeschossen. Die Torpedos von der gegnerischen Tirpitz kommen nicht an. Er hat jetzt wiederum die Torpedos. Oh, 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 die treffen. Einer. 2 Torpedos, die getroffen haben. Jetzt hat er, wie gesagt, endlich die richtige Granatenwahl. Endlich kann ich, bin ich damit d'accord. Und er sollte sich jetzt nicht so auf die Torpedos versteifen, sondern er sollte jetzt einfach hier das durchziehen und den da mal wegmachen. Da, und man sieht, ein Treffer, 3800 Schaden, das hat eine ganz andere Qualität als davor. Und damit dürft ihr den jetzt wegmachen. Genau, weg ist er. Da kommt jetzt ein Nürnberg. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Was sagen die Torps? Die bräuchte er jetzt auch langsam wieder. Kann jetzt reparieren.
könnte er. So, die Nürnberg dreht jetzt hier bei. Das heißt, die Torpedos sind gleich wieder möglich. So, Torpedos im Wasser. Das sind die Nürnberg-Torpedos wohl zum einen. Und jetzt da schön auf die Wasserlinie. Und da, oh, jetzt bekommt die Nürnberg spitz. So von wegen, oh, da sind ja Torpedos. Trifft einer. Und jetzt sekundären Geschütze. Nimmt er raus. Hat nur noch 10.000 Hitpoints. Er hat keine Torpedos mehr. Also muss er dementsprechend da jetzt sich auf seine Geschütze mal verlassen. Schöner Hit. Gegner trifft jetzt hier nicht so gut. Schieß doch einfach, du hast doch deine Rohre hinten. Und jetzt nochmal welche. Ja, 10.000. So geht es. Wow, kritischer Schaden. Oh, jetzt brennt er auch noch. Er kann reparieren. 166 Hitpoints hat er noch. Alter Verwalter. Was sagen seine Torps? Von vorne hat er jetzt auch einen Zerstörer, aber den beachtet er jetzt nicht wirklich. Der kommt nämlich von hier. Aber da gehen die beiden Hatsuharus aufeinander los. So, die Hatsuharu, die ist weg. Die interessiert ihn nicht mehr. Ich würde jetzt... Genau. Oh, 2 Kilometer. Das ist halt auch extrem nah. Und jetzt schießt er da nochmal los. Ein Torpedo geht leider in die Insel. Der zweite trifft aber nochmal. Schade, dass er praktisch den einen Torpedo, dass der in die Insel gegangen ist. Und nun ist er zerstört. Aber er hat sich nach Händen und mit Händen und Füßen gewehrt. Und am Ende der Runde kann ich es euch mal sagen. AP-Granatentreffer, wobei ich denke, da zählt alle Granatentreffer. 68.000 Schaden. Brände verursacht 8.500 Schaden. Wassereinbrüche 11.800 Schaden. Torpedotreffer 60.000 Schaden. Und das mit einem Schlachtschiff. Und zweiter Granatentyp nochmal 3.600 Schaden. Also alles in allem Wahnsinn. In dem Fall, jetzt muss ich mal kurz summieren, 70, 80, 140.000 Schaden. Also das ist doch durchaus sehenswert. Und jetzt schauen wir uns aber trotzdem noch hier so ein bisschen was an. Was die hier so machen, die Jungs und Mädels. Das ist übrigens genau die Sicht, die er gewählt hat. Also er ist hier so am Hin- und Herspringen. Hier ist nichts mehr zu sehen. Er springt wieder auf den hier. Oh, zu schnell. So, jetzt sehen wir wieder das in Normalgeschwindigkeit. Wie gesagt, schade, dass dieses Replay so oder die Replay-Funktion noch so ein bisschen ja, schlecht ist, muss man leider sagen. In New Orleans geht er jetzt auf die Hatsuharu los. Macht er sie weg? Nee, noch nicht. Fuck, shit, Russian nigger, bitch ass, schreibt einer. Und dann schreibt auch noch selbstironisch, okay, bad BBs. Weil er war ja selber eins. Naja. Ich glaube, das Wichtigste, die Tirpitz, die haben wir gesehen. Das Game wird ein Sieg. Aber mit der letzten Sekunde durch Cap. Also von dem her, glaube ich, lassen wir es einfach mal sein. Es war aber schön zu zeigen, wie viel Schaden man so machen kann und wie viel Schaden die Torpedos machen können. Wie gesagt, bis auf die Trefferwahl bzw. die Granatwahl. Sonst sehr schön. Also vielen Dank fürs Einsenden. Und wenn ihr auch einsenden wollt, unten in der Beschreibung steht, wie es geht. Also bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.